Ja, herzlich willkommen zu unserer 10. Live-Fragestunde. Wir sind heute zum allerersten Mal hier in unserer neuen Lokation. Wir sind, für diejenigen, die uns schon kennen, die schon die letzten Live-Fragestunden angeschaut haben, wir sind umgezogen vor 6 Wochen und haben jetzt ziemlich viel Zeit damit verbracht, alles hier einzurichten, alles zum Laufen zu bekommen. Natürlich ist erstmal am wichtigsten, dass wir die Pakete raushauen in der Geschwindigkeit, die ihr von uns erwartet und die auch wir liefern wollen. Naja, also kurzum, das ganze Facebook-Thema ist so ein bisschen hinten angestellt worden natürlich, weil wir halt auch einfach viel zu tun hatten. Letztes Wochenende war ja auch Cultiva und wir haben jetzt ein paar echt lange Wochen hinter uns. Gut, okay, also heute geht es ums Thema Belüftung. Wir wollen heute einen Überblick geben über das komplette Thema Belüftung beim Thema Indoor Growing. Also das Video richtet sich aber an Einsteiger, also die Profis, für die ist das jetzt heute wahrscheinlich nicht so interessant. Wir geben einen Überblick über das Thema Abluft, worauf müsst ihr achten, was braucht ihr dafür, das Thema Umluft und wir reden auch noch kurz über das Thema Zuluft, weil wir da immer wieder gefragt werden und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt gleich losstarten, muss ich, wie immer, für diejenigen, die uns schon kennen, die wissen schon, was jetzt kommt. Also wir müssen ein paar Hinweise vorab geben. Zum Ersten, wir sind ein Online-Shop und wir bewerben in unserem Video unsere eigenen Produkte und Eigenmarken. Und dann noch ein rechtlicher Hinweis. In diesem Video stellen wir allgemeine Informationen über den Anbau von Nutzpflanzen zur Verfügung, wie zum Beispiel Tomaten, Pilze oder Erdbeeren. Es handelt sich nicht um individuelle Beratung. Fragen, die von Zuschauern in Echtzeit während der Aufnahme des Videos gestellt werden, sind allgemeine Wissensfragen. Wir weisen darauf hin, dass der Anbau von manchen Pflanzen je nach Standort nicht erlaubt oder genehmigungspflichtig sein kann. Bitte informieren Sie sich in angemessener Form über die rechtliche Lage an Ihrem Standort und halten Sie sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen, da die Missachtung hohe Strafen nach sich ziehen kann. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Gut. Also wir wollten, wie gesagt, über Abluft, Umluft und Zuluft sprechen. Eine Sache wollte ich noch loswerden, aber ich habe es vergessen. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ach ja, genau. Wir haben neue Technik. Also wir sind umgezogen, wir haben alles abgebaut und wieder aufgebaut. Und heute wird mit Sicherheit irgendwas schief gehen. Es ist jetzt schon was schief gegangen. Also wenn dieses Video jetzt voll in die Hose geht, dann sorry, dann müssen wir einfach nächste Woche nochmal probieren und dann nochmal irgendwie vorher ein bisschen üben. Also bitte seht es uns nach, wenn jetzt heute irgendwas nicht so ganz perfekt ist. Auch mit dem Ton und mit dem Bild und so weiter und so fort. Genau, das wollte ich nur sagen. Es ist Freitag der 13. Da kann das wirklich passieren. Ja, ja. Okay, genau. Also wir reden über Abluft als allererstes. Genau. Abluft besteht immer aus den gleichen Komponenten eigentlich. Die Komponenten können sich ein bisschen unterscheiden. Als erstes braucht man einen Lüfter. Ich nehme den mal da hoch. Das ist ein Lüfter. Braucht ihr für eine Abluft? Ihr braucht ein Flexrohr. In dem Fall ist das jetzt entscheidend, das Rohr. Und ihr braucht einen Aktivkohlefilter. Haben wir auch da. Das wäre dieses Teil hier. Okay, also das ist jetzt sozusagen der Überblick. Wir verkaufen diese ganzen Sachen immer als Komplettset. Das bedeutet, diese Komplettsets gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt das 125er, also wir bieten zwei Flanschgrößen an. Flansch ist der Durchmesser von dem Rohr. Genau. Also ihr müsst im Prinzip als allererstes euch überlegen, wie groß ist euer Projekt und dann abhängig davon entscheidet ihr euch für eine Flanschgröße. Die allermeisten, die jetzt hier zuschauen, werden 125er Flansch kaufen. Das ist das, was wir am allerhäufigsten verkaufen und das kann man auch für Boxen bis, was würdest du sagen, was für eine Größe? 1,20x1,20 bis 1,50x1,50 könnt ihr schon benutzen. Ihr müsst immer nur aufpassen, dass diese Rohre durch diese Luftöffnungen passen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig. Also so ein 160er Flansch passt nicht durch in eine 90er Box. Da passt einfach dieses Rohr nicht durch die Abluftöffnung. Also natürlich kann man das da durchquetschen, aber das macht gar keinen Sinn. Also diese Boxen, wir verkaufen auch oft 60er Boxen, beziehungsweise also wir verkaufen das, weil das Kunden kaufen. Wir
schreiben dann die Kunden teilweise noch an und sagen und raten davon ab, aber es wird auch häufig gekauft, dass dann, also eine zu kleine Box gekauft für eine zu große, für ein zu großes Abluftsystem. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Also um es kurz zu machen, wir haben auf unserer Seite einen Einkaufsberater eingebaut. Das ist ganz oben in der Navigation gelb hinterlegt, da steht Einkaufsberater. Wenn ihr da draufklickt und euch an die Sachen haltet, die da vorgeschlagen werden, dann vermeidet ihr die allergröbsten Fehler, sagen wir mal. Ja? Also wir wollen den Einkaufsberater in Zukunft noch ein bisschen besser machen, dass ihr wirklich optimal beraten werdet, so als würdet ihr vor uns stehen und wir würden direkt mit euch reden, so soll es am Ende sein. Da sind wir auf dem Weg und wir wollen im Prinzip vermeiden, dass ihr Sachen kauft, die am Ende nicht zu euch passen, nicht zueinander passen, mit denen ihr euch nur ärgert. Und deswegen machen wir heute dieses Video, deswegen haben wir diesen Einkaufsberater auf unserer Webseite, weil man kann bei diesen Belüftungssachen wirklich viel falsch machen, muss man schon sagen. Also mit unseren Komplettsets vermeidet man schon recht viele Fehler, weil die Sachen zumindest mal zueinander passen. Aber es ist natürlich nicht gesagt, dass die Sachen dann auch wirklich zum Zelt passen, zu eurem Projekt passen und so weiter. Und dafür ist dann der Einkaufsberater da. So. Okay, also wenn man dann so ein Komplettset bestellt, dann ist eben das dabei, was jetzt hier auf dem Tisch liegt. Man hat einen Lüfter, einen Schlauch, einen Filter und dann noch Befestigungsmaterial. Einmal eine Schlauchstelle zum Befestigen der Schläuche und einmal eine Verbindungsmanschette, mit der verbindet man also schwere Komponenten, wie zum Beispiel den Aktivkohlefilter mit dem Lüfter. Dann ist das einfach luftdicht abgeschlossen. Es hat ja auch so eine Gummibeschichtung, da verkratzt man nichts, ist eigentlich ganz gut. Eine Aufhängung. Genau, könnt ihr das ganze Ding dann noch aufhängen. Wir packen gleich alles nacheinander aus und gehen da im Detail drauf ein. Also dieser Schlauch, der kommt natürlich zusammengepackt in einem Karton und ist dann ganz, ganz klein. Genau. Wenn ihr den einmal ausgepackt habt, dann bekommt ihr den an den Karton üblicherweise auch nicht mehr rein. Also nur so als Info. Ja, der hofft euch auch entgegen. Gut, reden wir mal über den Lüfter. Sollen wir mal den auspacken? Also, was wir jetzt hier haben, ist ein... Ich dir das gerade mal geben. So, also. Was wir jetzt hier sehen, ist ein prima Klimalüfter mit einem AC-Motor und einer integrierten Klimasteuerung. Das heißt... Man hat den Stromstecker, der kommt in die Steckdose und wir haben hier diesen Temperaturfühler. Der wird irgendwo in die Nähe der Pflanzen gehängt, damit man halt realistische Raumtemperatur gerade genau an der Pflanze. Nicht irgendwie das Licht oder so hängt, sondern schon in Pflanzenhöhe. Es geht ja darum, dass man die Temperatur hält, die die Pflanze braucht, deswegen in die Nähe der Pflanzen. So, der Lüfter ist weiß, einfach weil die Lüfter üblicherweise im Zelt angebracht sind und da halt das drauf ankommt, dass halt auch das Licht reflektiert wird. Früher waren die Dinger schwarz, das war nicht so gut, dann haben die das Licht absorbiert und Licht brauchen wir ganz, ganz viel, deswegen sind die Dinger jetzt weiß, ziemlich gute Sache. Okay, so, und was man jetzt also macht ist, man schließt den Lüfter an. Der Lüfter hat hier ein Pfeil, der zeigt an, in welche Richtung die Luft durch den Lüfter fließt. Okay? Wir müssen sauglastig haben. Also die Luft soll durch den Filter durchgesaugt werden, aus dem Zelt raus. Also nicht, der soll nicht blasen, der soll saugen. Genau, das heißt, der Luftfluss zeigt jetzt in diese Richtung, darüber. Das heißt, das wird funktioniert dann so. Wir können auch den Filter mal kurz auspacken. Komm mal, hast du das Messer? Moment. Komm. Freitag der 13. Also, wir reden auch gleich noch ein bisschen über den Filter, was es da zu beachten gibt und so weiter. Wir zeigen jetzt mal nur, wie das Ganze funktioniert. So kommt das Ding jetzt im besten Fall bei euch an.
Dieser Filter, der besteht, das könnt ihr euch vorstellen, wie eine Röhre, die außen ein Sieb hat, also wirklich wie ein feines Sieb, und dann kommt eine Schicht Kohle und dann kommt wieder ein feines Sieb. So. Und durch dieses Sieb und durch diese zwei Siebe und durch diese Kohle strömt dann die Luft. Und was häufig auch passiert beim Versand, ist, dass dieses schöne Filtervlies, was man hier außen sieht, dass es halt nicht mehr so schön strahlend weiß ist, sondern irgendwo Kohlekrümel rumfliegen und Kohlestaub sich hier abgesetzt hat und dann ist es schon so ein bisschen schwarz. Also wenn ihr einen Filter kauft und der ist dann so ein bisschen schwarz, nicht erschrecken, das ist ganz normal. Der wurde halt einfach nur beim Transport ein bisschen durchgeschüttelt. Das ist nicht kaputt und das ist nicht schlimm. Die Leistung ist genau die gleiche. Einfach mit einem Staubsauger ein bisschen absaugen, dann ist er wieder strahlend weiß. Oder einfach auch so benutzen, wenn es euch nicht stört. Genau, so, da, so viel dazu. Okay, also wir wollten dieses Ding anschließen und erklären, in welche Richtung das, die Luft fließt. Der Luftstrom geht in diese Richtung. Das heißt, erklär mal du. Sorry, ich habe mich jetzt mal wieder vorgedrängt. Man macht das einfach oben drauf. Genau. Ja, genau. So. Hier müsst ihr aufpassen, also normalerweise, die gehen nicht ineinander, die gehen nur aufeinander. Und deswegen ist auch so eine Verbindungsmanschette ganz wichtig, weil nur so wird es dann auch luftdicht abgeschlossen. Ja? Hast du es? Es kommt praktisch darum. Wie so ein Schal. Genau, wie ein Schal und wird an den Schrauben dann festgezogen. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit einem Formteil zu machen. Beides hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Wir finden das mit den, also Formteile sind halt solche Bleche, wo das Ganze dann ineinander gesteckt werden kann. Wir finden das mit den Verbindungsmanschetten eigentlich ein bisschen praktischer als Formteile, weil die Verbindungsmanschetten, die wir verkaufen, die haben noch so einen Aufhänger. Genau. Und dann könnt ihr das ganze Ding wirklich unter das Dach von eurer Box hängen und schön verstecken und das ist dann eigentlich auch eine saubere Sache. So, genau. Also wir haben jetzt den, wir führen das jetzt nicht vor, weil das ist schon ein bisschen Fummelei. Also wir wollen das Video ein bisschen kompakt halten. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben hier die Manschette drumherum geschraubt. Und danach geht die Luft also hier raus. Was machen wir dann? Und da kommt dann der Schlauch dran. In dem Fall ist das ein schallisolierter Schlauch. Das wäre ein Sonotec. So sieht ein ganz normaler Flexschlauch aus. Das wäre also auch in dem Sonotec drin. Dann kommt so eine Schicht, wo isoliert den Ton ein bisschen hält. Und dann nochmal ein anderes Material. Der wird praktisch oben drüber befestigt mit einer Schlauchschelle. Ja, das ist mein Ton. Ich lege es mal hin, die ganze Situation. Ja. Genau. Also ist auch wirklich von Vorteil, wenn man zu zweit ist, aber es geht auch alleine im Notfall. Also. Das kommt hier drüber. Ist auch ein bisschen Fummelei. Genau. Das ist jetzt. Wird mit der Schlauchschelle zugezogen und dann hebt es. Man kann auch noch ein bisschen Panzertape drum machen und diese Dämmung so drüber schieben und dann schön mit Panzertape zu. Dann hält es schön die Luft drin. Sieht halt komisch aus. Also schön aussehen tut es dann immer mit Panzertape, nur dazu sagen. Ja, also es ist wirklich eher so ein, ich bin kein Fan davon, weil mit dem Klebeband ist es immer so eine Sache. Das Zeug wird einfach weich mit der Zeit, vor allem wenn es in einem warmen, feuchten Raum drin hängt, dann ist es nach einem Monat wirklich nur noch Glibber und also bin kein Fan davon. Am liebsten, ja, das ist am besten mechanisch. Das heißt, mit einer ordentlichen Schlauchschelle. Oder auch Verbindungsmanschette, kann man auch nennen. Man könnte auch die. Genau. Genau. So. Und da, das hält euch 3 Jahre. So. Bis der Schlauch kaputt geht oder irgendwas anderes kaputt geht. Genau. Wir haben darüber gesprochen, wie die Luft hier durchfließt, wie man das Ganze verbindet. Wir wollten noch ein bisschen darauf eingehen, auf die einzelnen Sachen, die wir jetzt hier sehen. Also, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was es für Lüfter gibt. Nochmal kurz dazu. Es gibt unterschiedliche Modelle. Das ist jetzt ein Lüfter mit einer integrierten Temperatursteuerung. Das ist sozusagen das Mittelklasse-Modell, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben noch einen einfacheren Lüfter, der hat einen Anschalter, der hat 2 Stufen, also den kann ich auf volle Pulle, auf halbe Leistung und auf Ausstellen. Und damit
Naja, spart man sich ein bisschen Geld, wenn man jetzt nicht so sehr darauf Wert legt, das jetzt hier ganz haargenau zu regeln. Es ist halt einfach, man kann sich ein paar Euro sparen. Diese einfachen Lüfter kann man dann auch später erweitern. Das heißt, ihr kauft euch dann eine externe Lüftersteuerung. Da gibt es zwei Systeme. Da gibt es diese AC-Systeme und die EC-Systeme. Was das bedeutet, erklären wir mal in einem getrennten Video, weil das ist wirklich interessant. Diese EC-Technik, die ist jetzt gerade so dabei, sich zu verbreiten. Es sind noch nicht alle drauf aufgesprungen und da gibt es ein paar Vorteile, die da jetzt mit der neuen EC-Technik zusammenhängen und das würden wir gerne einfach mal getrennt ein bisschen erläutern. Jetzt wollen wir es einfach halten. Wir haben also den Lüfter. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wir haben, genau, also wir haben was gesagt zum Lüfter. Ach ja, genau, ja. Wir könnten im Prinzip, sollen wir ihn mal anmachen? Mal anmachen. Ja, wir können ihn mal anmachen. Bei dem Lüfter also bei diesem Modell stellt man jetzt halt ein. Welche Temperatur man haben will. Und ich drehe ihn jetzt mal runter. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen mit dem Lüfter filmen. Das ist schon ein bisschen tricky. Also bei diesem Lüfter kann man jetzt halt einstellen, welche Temperatur man haben will. Und mit dem anderen Regler kann man halt einstellen, welche Mindestlaufgeschwindigkeit man haben will. Das bedeutet, wenn die Temperatur, die man sich wünscht, erreicht worden ist, dann fährt er auf die Mindestgeschwindigkeit runter. Ich kann ihn auch ganz ausstellen, so wie jetzt. Oder ich stelle ihn eben auf 10%. Und jetzt hört man auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob man das jetzt auch am Video hören kann, aber der brummt jetzt so ein bisschen. Also es gibt dieses Luftgeräusch und es gibt dieses Motorgeräusch. Und der Motor brummt jetzt so ein bisschen. Der Motor läuft jetzt auf 10%. Und dieses Brummen kommt immer dann, wenn man die AC-Motoren runterregelt. Das ist jetzt nicht sehr, sehr laut. Das wird auch ein bisschen geschluckt später, wenn es dann in der Box hängt. Aber es ist halt einfach da und es ist wahrnehmbar. Und wenn ich den jetzt auf volle Pulle stelle, dann ist das Brummen weg. Was man dann halt hört, ist das Geräusch. Luftgeräusch. Genau so. Okay, machen wir mal aus. So. Okay, gut. So viel zu den Lüftern. Jetzt mal kurz zu den Filtern. Was gibt es da zu beachten? Was? Wir führen nur Industrieline, das heißt, die Filter Genau. halten mindestens 1,5 Jahre bei täglichem Betrieb. Es gibt auch Eco-Line, heißt die dann, oder Home-Line, die halten nur ein halbes Jahr, da ist einfach eine andere Aktivkohle drin. Ja, man hat einfach von dem hier mehr. Das Vlies, das kann man unter Umständen waschen, ja. Also das kann man in die Waschmaschine schmeißen, bloß mit dem Trockner, dann ist das auch wieder sauber, weil irgendwann nach der Zeit ist das nicht mehr so schön weiß, wenn das immer diese Luft anzieht. Man hat ja auch ein bisschen dreckende Luft, leider. Und ja. Ja, genau. Also die Modelle unterscheiden sich halt, wie du schon gesagt Der hast, Kohle. in der Kohle, in der Dicke der Kohleschicht und in der Länge natürlich. Das heißt, je länger dieses Ding ist, je mehr Fläche man hat, desto mehr Durchsatz kann man da schaffen. Also sprich, desto einen größeren Lüfter kann man anschließen, Ventilator. Worin unterscheiden die sich noch? Genau, es gibt Modelle, die sind auch komplett ohne diesen Vorfilter ausgestattet. Also die sind dann im Prinzip so, wie man das hier sehen kann. Man kann es einfach. Oh ja, super, da ist jetzt ein bisschen Kohle schon rausgerieselt. Also was ich sagen will, ist, dieser Vorfilter ist nicht bei allen Modellen dabei, aber bei allen, die wir verkaufen bei uns im Shop. Es gibt andere Hersteller, die verkaufen die nackt, dann sind die so silbern. Genau. Das mit den Vorfiltern ist aber eigentlich auch eine angenehme Sache. Schlau immer erklärt, gibt auch verschiedene Schallgedämpfte schon. Genau. Kannst nochmal zeigen, die sind dann Ja. einfach isoliert. Schon innen Schlau. drin haben die so eine Schicht. Ein ganz Genau. normaler Flexschlauch wäre nur dieses Teil. Ja. Formteile haben wir erklärt, dann könnten wir zur Abluft kommen. Ja, Umluft eigentlich. Haben wir einen Ventilator da? Haben wir nicht da, gell? Soll Mist. ich einholen? Dann haltest du die Leute kurz alleine.
Was soll ich denn machen? Einen Witz erzählen? Ja, mach mal, erzähl mal einen bestimmten Witz. Ich bin nur schlecht da drin. Holst du so ein Monkey Plan oder irgendwas? Okay. Ja, also heute gab es direkt vor unserem Büro einen Unfall. Da kam die Polizei und ein Abschleppauto. Und dann gab es echt einen riesen langen Stau. Und ich hoffe, dass dieser Stau sich aufgelöst hat, wenn ich mich jetzt in 15 Minuten ins Auto schmeiß und endlich nach Hause fahren kann, nach jetzt, ich heute festgestellt habe, 2 Wochen ununterbrochen arbeiten, weil wie gesagt, letztes Wochenende war Cultiva und das ist jetzt zwar auch Messe, aber auch nicht so wirklich entspannend. Ja, cool, jetzt kann ich aufhören zu plaudern. Also, Sekunde, ich mache das hier ab. Okay, Sekunde. Ups, ja. Okay, gut. Ja, wir haben jetzt hier 2 Lüfter. Das sind wirklich Standardlüfter. Erstmal, wofür braucht man Umluft generell? Umluft, also ich kann wirklich das nicht oft genug sagen. Ein Umluftventilator ist das einfachste und eins der wichtigsten Werkzeuge, die ihr braucht, wirklich. Ich verstehe nicht warum, aber es gibt immer wieder Leute, die starten ohne Umluft. Was passiert? Die Samen keimen, schießen nach oben und fallen um. So toll, irgendwie eine Woche verloren und man hat dann irgendwie solche Krüppel, die man dann aufpäppeln muss. Oder dann wird noch irgendwie rumexperimentiert mit irgendwelchen Schaschlikspießen, die da reingesteckt werden und dann werden die angebunden und um Gottes Willen. Also Umluft braucht ihr ab dem ersten Tag, wenn die Dinger in der Wachstumsphase sind, ja, dann genau. Auf jeden Fall. In der Keimlingsphase, wenn sie so in den Chiffis sitzen, noch nicht, da hat man sie ja meistens in einem Mini-Gewächshaus, aber ja, sobald genau. Man sie das erste Mal umgetopft hat, sollten sie Umluft bekommen. Bitte nie direkt auf die Pflanzen wirbeln lassen, sonst kriegen die solche Verbrennungen, ja, so kahle Stellung, immer überhalb des Pflanzdaches soll die Luft zirkulieren. Ja. Das sind jetzt 2 einfache Umluftventilatoren, die man für kleine Zelte nimmt. Dieser Clip-Venti von Typhoon, das ist halt so eine Eigenmarke. Das ist ein ganz einfaches Ding. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist auch genau das Gleiche, was man in jedem Baumarkt bekommt. Also da brauchen wir euch jetzt nicht irgendwie irgendwas erzählen. Den kann man halt hinstellen und kann den auch an irgendwas dran klipsen. Also typischerweise halt an die Zeltstange mit diesem Greifer hier. So, Clip, Clip. Und das Ding hat, glaube ich, 18 Watt, 20 Watt. Es gibt auch noch hier dieses schöne Teil von Secret Data. Das hat halt, wir verkaufen ja eigentlich auch nur Secret Data in Boxen. Und dieser Ventilator von Secret Data, der ist halt direkt für diese Zeltstangen gedacht. Das heißt, der hat halt so einen Halter, der speziell dafür da ist. Und es ist eine relativ platzsparende Geschichte. Also man verliert mit diesem Teil am wenigsten Platz. Das ist der Vorteil eigentlich davon. Preislich sind die genau gleich. Ich glaube, der ist der ist ein bisschen schwächer jetzt, aber darüber macht ihr euch keine Gedanken. Also ihr bei den kleinen Boxen, die wir üblicherweise verkaufen und die Anfänger halt immer kaufen, spielt es keine Rolle. Hauptsache irgendeinen. Genau. Und genau wie du gesagt hast, nicht direkt auf die Pflanzen. Es gibt, wenn ihr dann irgendwie... es gibt auch größere Teile, es gibt welche, diese Standventilatoren, die ihr auch kennt, wenn Sommer ist, die man sich halt neben den Schreibtisch stellt, für Räume. Es gibt auch welche, die man an die Wand montieren kann und so Sachen. Ja, Umluft ist auf jeden Fall wichtig, sehr, sehr preiswert und eins der wichtigsten Werkzeuge. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt hat einer gefragt, was sind die Qualitätsunterschiede bei Filtern? Ich glaube, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Also genau, es gibt meistens eine Home- oder Eco-Line. Da ist einfach andere Aktivkohle drin. Die hält dann so ein halbes Jahr. Und dann fängt der Filter an zu riechen. Also dann neutralisiert er die Gerüche nicht mehr. Oder halt diese Industrie-Line, die wir anbieten. Oder Industrie- oder Professional-Line heißt sie teilweise auch bei anderen Herstellern. Die hält dann 1,5 Jahre. Ist einfach eine andere Aktivkohle drin, die länger filtert. Die kann man dann übrigens auch wieder auffüllen lassen. Ja. Ja, genau. Genau. Wir haben über Abluft gesprochen. Wir haben über Umluft gesprochen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem, was wir jetzt gezeigt haben, dann stellt die bitte.
Ansonsten würden wir jetzt noch ganz kurz auf das Thema Zuluft eingehen. Bei uns im Einkaufsberater gibt es keine Zuluft, es gibt nur Abluft. Warum? Ja, Zuluft ist erst ab einer gewissen Größe von der Box notwendig. Also so eine Box hat ja unten Luftöffnungen und der Abluftlüfter zieht ja die Luft an von draußen nach drinnen und das ist so stark, dass das eigentlich reicht. Also so, wenn man nicht auf 2,40 Meter mal 2,40 Meter will, reicht eigentlich eine Abluft. Genau. Also bei den allermeisten Projekten braucht man keine aktive Zuluft. Das heißt, man braucht einfach nur irgendwo ein Loch, da strömt Luft rein und man braucht nur aktive Abluft. Die aktive Abluft sollte immer laufen, damit alle Luft, die aus dem Zelt entweicht, wirklich einmal durch den Filter geht. Genau. Deswegen eher nicht mit einer Zeitschaltuhr arbeiten beim Lüfter, mm-mm, sondern eher halt entweder ganz rudimentär mit so einem Zwei-Stufen-Ding oder dann halt mit einer kleinen Lüftersteuerung, wo irgendwie Temperatur gesteuert ist und halt so eine Mindestdrehzahl hat, damit einfach der Lüfter wirklich immer läuft vom ersten bis zum letzten Tag im Prinzip. Ihr braucht frische Luft, aber es soll halt auch immer so ein leichter Unterdruck in der Box sein, damit nur durch dieses eine Loch, durch den Schlauch, durch eure Abluft die Luft entweicht. So, jetzt hat noch einer gefragt, ja, was passiert, wenn die Umluft auf die Pflanzen gerichtet wird? Die verbrennen, die kriegen so braune Stelle, als wäre sie vom Licht verbrannt. In der Blüte kriegen sie dann auch Badrot, heißt das. Ja. In der Blütephase, ja. Ja, das kann ja jeder googeln. Also das heißt, dass da verfault, genau, verfault. Die Blüte in sich. Genau. Ja. Ja. Okay. Wir haben jetzt über unsere drei Themen gesprochen. Abluft, Umluft, Zuluft. Wir wollten noch so ein paar Tipps oder wir wollten noch so ein paar Dinge mitgeben für die, die das Video hier anschauen. Also wir haben gesagt, achtet darauf, dass ihr immer so einen konstanten Unterdruck habt. Entschuldigung. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, magst du was dazu sagen? Kann man mit den neuen Lüftern ja ganz toll einstellen. Eigentlich rendiert sich das wirklich, weil man da einfach das Klima besser unter Kontrolle hat in der Box. Und Klima ist A und O in der Belichtung. Ja. Ja, also die Lüfteranlage, die Belüftungsanlage ist im Prinzip eure Klimasteuerung. Das heißt, damit reguliert ihr die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Und ja, es empfiehlt sich halt, also naja, man muss es nicht machen, aber es empfiehlt sich halt da so ein bisschen mit einer intelligenten Steuerung zu arbeiten, also sprich wenigstens eine Temperatursteuerung. Es gibt auch Klimasteuerungen, die halt die Luftfeuchtigkeit berücksichtigen. Da landet man früher oder später, wenn man dann halt irgendwie sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, aber am Anfang braucht man es noch nicht. Also das ist am Anfang fürs allererste Projekt ist man dann auch irgendwie leicht ein bisschen überfordert. Also wenn ihr irgendwie super low-budget-mäßig unterwegs seid, dann macht ihr einfach ganz rudimentär ein Ausschalten. Wenn ihr, sagen wir mal, nicht so ganz low-budget unterwegs seid, dann würde ich euch empfehlen, kauft euch einen mit Temperatursteuerung und es reicht. Also lieber nicht zu kompliziert, lieber versuchen mit den Werkzeugen, die man dann hat, richtig zurechtzukommen und die richtig zu verstehen, dann auszuprobieren, was sind die Effekte, wenn ich hier dieses und jenes verstelle. Und dann kann man immer noch drauf aufbauen. Genau. So, da fragt noch einer, 24 Stunden soll der Lüfter laufen. Klar, ja. Bitte. Ja. Ist besser, ist wirklich besser. Entschuldigung. Ja. Also am Wachstum natürlich, in dem kleinen, wenn ihr die in... Ja, wenn ihr die in so einem Mini-Gewächshaus habt, braucht ihr natürlich keinen Lüfter, ganz klar. Aber sobald sie in der Box stehen, frei mit den Lüfter anhaben. Okay. Gut, wir haben jetzt ansonsten bisher keine Fragen. Wir warten mal noch ganz kurz, wenn ihr jetzt irgendwie Fragen habt zum Thema Belüftung, dann könnt ihr jetzt noch welche stellen. Ansonsten wären wir durch mit dem, was wir so vorbereitet haben. Ich hoffe wirklich, es hat alles hier gut geklappt. Ich bin eigentlich völlig überrascht, dass hier noch nicht alles zusammengeklappt ist, nachdem es heute schon alles schief gelaufen ist. ich muss mal nachher das Video noch auf Facebook irgendwie kurz mal anschauen, aber wie gesagt, bin wirklich jetzt schon total überrascht. Gut, also wenn ihr jetzt ansonsten keine Fragen mehr habt, dann machen wir jetzt hier Feierabend und gehen ins Wochenende.
Ich muss jetzt noch leider noch mal ganz kurz mein Disclaimer raushauen. Ihr bekommt dafür auch ein bisschen schöne Musik auf die Ohren, damit es nicht so schlimm wird. Ach, Sekunde, ja. Wie viel Watt? Da fragt noch einer. Eine letzte Frage nehmen wir noch mit rein. Wie viel Watt ziehen die Lüfter von Prima Klima? Ja, kannst ja mal den hochholen. Ehrlich gesagt, das sind so Werte, Merkt man sich nicht merkt man unbedingt. sich nicht wirklich. Also, das ist nicht so wirklich wesentlich. Was braucht der jetzt? Okay, also unter Volllast braucht er 60 Watt. Dieser hier, 125er Flansch. Und der hat einen Durchsatz von 400 Kubikmetern pro Stunde. Und das ist schon eine Menge. Und der läuft ja normalerweise nicht unter Volllast. Also der läuft nur kurz unter Volllast, wenn irgendwie die Temperatur zu hoch ist in der Box, dann zieht er halt seine 60 Watt. Aber also es ist im Vergleich zu dem, was man halt sonst so da drin an Verbrauchern hat, ist es eigentlich eher vernachlässigbar. Also fällt nicht so stark ins Gewicht. Genau. Okay, gut, wie gesagt, wir machen jetzt hier Schluss. Danke an alle, die zugeschaut haben. Waren ja doch einige, die hier eingeschaltet haben. Wir wollen diese Live-Fragestunde jetzt gerne wieder regelmäßig machen. Wie regelmäßig wird sich noch zeigen. Wir haben das ja davor immer so gemacht, dass wir uns jeden Freitag um 17:30 Uhr hingesetzt haben. Ich mag gern da so ein bisschen die Regelmäßigkeit hochhalten, aber ich garantiere nicht dafür, weil es ist nicht das Wichtigste, was wir machen. Das Wichtigste, was wir machen, sind eure Bestellungen. Und das muss dann halt an erster Stelle kommen und danach kommt das hier, weil das ist sozusagen unser Hobby. fast unser Privatvergnügen, genau, ja. Okay, gut, es gibt jetzt ein bisschen Musik auf die Ohren und ansonsten auch unseren schönen Disclaimer. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir danken euch alle fürs Zuschauen. Wir danken allen, die dieses Video hier teilen. Teilen bringt uns ganz, ganz viel. Denkt dran, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann teilt das Video. Hilft uns wirklich weiter und ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns. Ciao. So, der Disclaimer, ja genau. In diesem Video stellen wir allgemeine Informationen über den Anbau von Nutzpflanzen zur Verfügung, wie zum Beispiel Tomaten, Chilis oder Erdbeeren. Es handelt sich nicht um individuelle Beratungen. Fragen, die von Zuschauern in Echtzeit während der Aufnahme des Videos gestellt werden, sind allgemeine Wissensfragen. Wir weisen darauf hin, dass der Anbau von manchen Pflanzen je nach Standort nicht erlaubt oder genehmigungspflichtig sein kann. Bitte informieren Sie sich in angemessener Form über die rechtliche Lage an Ihrem Standort und halten Sie sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen, da die Missachtung der Strafen nach sich ziehen kann. Also, sonst nehmen Sie sich Bescheid. Und mehr. Ja, genau. Vor allem. Thank you.